Hallo und herzlich willkommen zu dieser Preview von der Dmitri Donskoi, dem Tier 9 Kreuzer der Russen. Hier in dem Fall seht ihr noch die Stock-Variante, das ist der Rumpf A. Es gibt von dem Schiff drei Rümpfe, A, B und C. Und das schauen wir uns jetzt alles mal im Detail an. Wie gesagt, der Rumpf B verbessert das Schiff schon deutlich, gibt mehr Hitpoints, deutlich mehr Flachs und eine bessere Manövrierfähigkeit und der Rumpf C nochmal das gleiche, wobei dann da ein bisschen die Luftabwehr wieder zurückgeschraubt wird. Bauen wir den mal ein und die Reichweite, die steigern wir in dem Fall mit dem Modul auf 17,8 Kilometer. Wenn wir hier schon bei den Modulen sind, würde ich sagen, hier unten natürlich das Thema, was gibt's alles? Schadenbegrenzungsteam ist eh klar. Dann gibt es entweder noch die Möglichkeit, defensives Flakfeuer oder hydroakustische Suche zu nehmen. Das Radar, entweder das Überwachungsradar 1 mit 360 Sekunden Ladezeit. Ich würde empfehlen, das 2er zu nehmen, A, weil die Nachladezeit 2 Minuten verbessert wird und man eine Ladung bekommt, eine weitere, also 3 Ladungen. Genau das gleiche für die Reparaturmannschaft, entweder 2 oder 3, wobei die Nachladezeit auch um 40 Sekunden verbessert ist. Die Verbesserungen kann man hier nochmal sehen, was alles so möglich ist. Also da kann man dementsprechend schon gut Credits reinstellen. Und ich würde sagen, wir vergleichen auch ein bisschen mal mit den Pendants. Ich sag's euch einfach, weil sonst wird es zu viel geswitcht werden. Das Geschütz 180 mm. Sowohl Baltimore, Ibuki als auch Ron haben da jeweils 203 mm. Von den Hitpoints hat dieses Schiff, wie wir hier sehen, 43.400, das ist ziemlich auf dem gleichen Level wie die Baltimore mit 42.700. Die Ibuki hat mit 39 am wenigsten von allen Tier 9 Kreuzern und die Rhone hat mit 49.500 in der Elite-Variante am meisten von allen. Die Reichweite der Artillerie sind 17,8 Kilometer. Das ist das gleiche Level wie die Rhone, 17,8. Die Baltimore ist hier die kürzeste mit 15,8. Und die Ibuki mit 16,5 hier nah dran an Dmitri und Ron. Die Panzerung, und da ist wiederum die Dmitri die schwächste, zusammen mit der Ron, nämlich hat sie 19 bis 100 mm, die Ron mit 20 bis 100 mm sehr, sehr ähnlich. Der Baltimore mit 25 bis 152 deutlich besser, aber auch die Ibuki mit 16 bis 140 deutlich besser. Was man zur Dmitri sagen muss, dass die am meisten Geschütze hat, am meisten Kanonen, 4x3, in Summe haben wir hier also 12 Granaten, die hier fliegen, Richtung Gegner, und auch wenn wir hier schon mal sind, sehen wir die Brandwahrscheinlichkeit mit 13% nicht allzu hoch, HE Höchstschaden auch mit 2500 reduziert, AP Höchstschaden 4400, also hier tendenziell eher auch mit AP zu spielen. Baltimore und Rhone teilen sich 9 Granaten, die während der Flugphase unterwegs sind. Die Ibuki hat 10 davon. Ja, Torpedos hat hier die Dmitri auch und das ist eine Besonderheit, weil eigentlich alle Russen 4 Kilometer Reichweite haben. Die Dmitri hat nämlich 8 Kilometer bei 5 Torpedos auf jeder Seite. Sehen wir hier den Torpedowerfer, den zeige ich euch noch im Spiel. Der ist über die ganze Seite verteilbar. Die Baltimore hat bekanntermaßen keine Torpedos, Ibuki 8 Torpedos auf eine Seite mit 10 Kilometer Reichweite und die Rhone 4 Torpedos auf eine Seite mit 6 Kilometer Reichweite. Die Flugabwehr sehen wir hier, 25 mm, 45 mm und einmal noch 100 mm. Das ist natürlich dann das dicke Gerät. Nominell mit 67 die beste Flugabwehr. Die Baltimore noch nah dran mit 65, dann fällt aber schon die Ibuki mit 57 und die Rhone sogar mit 55 deutlich ab. Allerdings, wie gesagt, ist das auch immer so ein gefühlter Wert. Ab und an treffen sie gut, ab und an nicht so. Auch das, vielleicht werden wir ja das im Spiel auch sehen. Ruderstellzeit, Manövrierfähigkeit, immer ein wichtiges Thema. Und das ist so, wo die Dmitri typisch russisch sehr, sehr immobil ist. 10,6 Sekunden. Hier die Ruderstellzeit,
Lediglich die Roan ist noch schlechter mit 11,4, aber die Ibuki mit 7,3 und die Baltimore mit 7,8 deutlich wendiger. Also das ist ein Punkt. Wobei, wenn sie aber mal auf Kurs ist, ist die Dimitri mit 36 Knoten die deutlich schnellste, gefolgt von der Ibuki mit 35. Baltimore und Roan haben jeweils 32,5. Und hier jetzt noch nicht so ganz leicht zu sehen, aber die Dimitri ist sehr, sehr, sehr groß und dementsprechend ist auch die Oberflächensichtbarkeitsreichweite mit 16 Kilometer fast gefühlt immer offen, aber auch das werden wir ziemlich wahrscheinlich im Spiel sehen und die Lufterkennbarkeitsreichweite 9,5. Ja, ich denke, das war es jetzt genug aus dem Hafen. Jetzt lasst uns einfach mal loslegen und schauen, wie das Schiff im Spiel so ist. Eins will ich euch aber noch zeigen, bevor es wirklich losgeht, die drei Tarnungen. Beziehungsweise 4 an der Zahl. Typ 1 schaut so aus. Typ 2 sehen wir hier. Typ 5. Dann hier nochmal. Und die Typ 6 ist dann diese. Ja, das wollte ich euch jetzt noch nicht entgehen lassen. Aber wir starten hier mit dieser Tarnung Typ 2 und legen also jetzt los. Und wir sehen uns im Spiel. Ja, da sind wir jetzt also im Wasser mit der Dimitri und wir sehen hier auch nochmal, es kommt leider immer nicht so ganz stark rüber, aber dieses Schiff ist wirklich groß. Also wenn wir da mal so Leute von uns mal nachher im Spiel neben uns sehen, da sehen wir erstmal, wie riesig die Dimitri wirklich ist. Und das ist auch gleich eins der größten Nachteile. Sehr großes Schiff, Ruderstellzeit 10, irgendwas Sekunden, dementsprechend ist es auch nicht mal so einfach auszuweichen, gerade natürlich bei so einer DD-Schwemme mit 4 10er DDs, einem 9er. Da kommt man nicht so ganz leicht weg davon. Und wenn es dann kein DD ist, sondern Kreuzer oder Schlachtschiff, die Zitadelle selber vom Schiff ist auch sehr groß. Also da kann man leicht Schaden an der anbringen. Die Flak auch wiederum nicht so stark. Da gibt es auch bessere. Aber und das muss man da natürlich dafür wieder zum Gute halten. Die Kanonen, schöne Ballistik der Flugbahn und auch eine schöne Genauigkeit mit einer ansprechenden Fluggeschwindigkeit. Also Vor- und Nachteile sind hier definitiv ausgeglichen und ich würde sie sowas von nicht OP nennen. Eher so Richtung UP, wobei jetzt noch die Dimitri den Vorteil hat, 8 Kilometer weit reichende Torpedos zu haben. Pro Seite sind es 5 Stück. Und geht über die ganze Breite von dem Kahn. So, und ihr seht, man ist unglaublich schnell offen. Aber eben die Genauigkeit, auch wenn ich hier nicht getroffen habe, aber dementsprechend mit der kann man was anstellen. So, jetzt haben wir hier der New Orleans aber mal schön direkt Schaden zu Beginn der Runde machen können. Hätte sich fast nochmal gerecht, hätte ich ein bisschen unterschätzt. Aber wie gesagt, sehr, sehr einfach zu spotten für den Gegner. Ich muss ja von hier drüben gespottet werden. Ich sehe da gar nichts. Selbst die Shima macht da gerade erstmal nichts auf. So, aber jetzt haben wir gleich die Mogami, auf die man schießen kann. Die HE-Granaten sind nicht so der Burner. Muss man gleich mal auch sagen. So, kleiner Schaden, aber wir wissen ja alle, am Ende kackt bekanntlich die Ente. So ist es richtig. Koskov, good aim, bot reported. KK.
Da bedanke ich mich doch da mal dafür. Finde ich schön. So, und jetzt auf die Mogami. Und die könnten schon die Zerstörung bedeuten für die Mogami. Nee, aber die Zitadelle und ein Ausfall. Und jetzt mit der Izumo da hinten ein dickes Ding. Und gerade weil ich jetzt hier der einzig zu beschießende Gegner für die Izumo sein werde. Ja, noch überschaubarer Schaden. Da hinten eine Fletcher. So, einfach hier ein bisschen aufpassen. Oh, Shimakaze. Mutig, dass die so schießt. Muss nur aufpassen, da hinten kommt noch eine andere Shima. So. Jetzt hat die Hippe aber mir wirklich mal gut reingehaut. Nicht schlecht. So, da kommt die New Orleans an, die ja vorher schon so viel Spaß mit mir hatte. Aber die fahrt da jetzt auch genau auf meine Leute drauf. Und da haben wir ja nochmal eine Zitadelle weggemacht. Und wir haben gesehen, wie lange die Lexington ja jetzt die Bomber über uns gehabt hat. Und wirklich viel von den Flugzeugen konnte man nicht wegnehmen. So, die Shimakaze. Ja, mit der falschen Granatenwahl ist der Schaden halt auch sehr, sehr überschaubar. Alles nicht ganz so leicht hier. Jetzt muss ich wieder auf Unmengen an Torpedos achten, die jetzt von vorne kommen und die dann von der Seite kommen. Wie gesagt, durch die 10-sekündige Ruderstellzeit ist es gar nicht so einfach. Aber hier klappt es dann. Und Admiral Hipper alles noch zu weit weg, wobei die Admiral Hipper jetzt in meine Richtung kommt.
die Atago, die kommt jetzt ganz gut eigentlich da, so von der Seite. Ah, die hat sich festgefahren. Schön. Und jetzt kann man mal das Radar aktivieren. Ich dachte eigentlich, dass ich den vorderen aufmache. Aber scheinbar nicht. Oh, die Rohen. So, wenn die Rohns auf uns schießt, dann müssen wir uns natürlich mal zurückschießen. Ah, die dürften wahrscheinlich, ja, ging knapp rüber. Ah, der war überschaubar, der Schaden. Ja, wenn sie nicht so fährt, wie ich es brauche, dann nicht ganz so einfach, den Schaden aufs anzubringen. Gott, oh Gott, oh Gott. Dicker Hit. Aber da sieht man einfach mal wieder das Thema, der Schaden auf der Dimitri, der ist immer sehr, sehr hoch. Oh, und jetzt das letzte Mal, dass wir reparieren können. Und da drüben mein Nemesis schon fast schon, die Rohan. Die Zumo konnte man mal anzünden. So, und die Rohan ist da schön versenkt worden von den Torpedos. Und auch die Hipper bekommt da ordentlich einen rein. 6000 Schaden auf die Izumo. Und nochmal. Also man sieht die Izumo, wenn sie einem so wie hier die Breitseite anbietet, dann klappt der Schaden auch ganz gut. So, und jetzt machen wir einen kleinen Landgang. Setzen zurück. Laden mal HE, weil jetzt ist eigentlich nur noch Gegner da, die HE anfällig sind. Aber wir cappen eh schon. Radar ist nicht mehr möglich. Da sind so viele von uns im Cap. Das wird jetzt da der Cap-Sieg. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos Achter aus. Torpedos auf Steuerbord. So, die Torpedos, die stören uns nicht mehr wirklich. Und jetzt, last but not least, noch die Gearing. Aber ich denke, dass bis dahin die Runde zu Ende ist. Ja, das war's dann auch. So, leider keine Credit-Ausbeute, das sehen wir noch nicht. Ich habe keinen zerstören können, aber dafür
schöne Treffer landen können. 1149 XP, Mitte des Teams habe ich mich angesiedelt und 56.214 Schaden gesamt. Ja, wichtig, und ich denke, man konnte gut sehen, okay, was kann sie nicht. Das ist ja für so eine Preview eher wichtig, als die beste Runde ever zu fahren. Und dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Wünsche weiterhin alles Gute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.